Savadikap! Ich vom Dock mache nie. Oh, da ist schon ein Wachhund. Ja, bist du ein Feini, du, ne? Oben machen da. Wie geht's dir? Gut, ist gut, ja. Bist du schon lange hier? Ja. Ah, okay. Ah, jetzt die Leute schon am Morgen weg, ne? Ja, ja. Ja, alles schon fertig. Aha. Also dann schauen wir uns mal schnell an. Da. Regen schon wieder nachgelassen, nee, noch nicht ganz. Also komm, schauen wir uns von innen an. Hier Eingangsbereich. Da jetzt alles verputzt. Hier auch so, ja, mehr oder weniger schon alles gereinigt. Ich glaube, wenn ich es letztes Mal richtig verstanden habe, kommen bald die Fliesenleger als nächstes. Da oben kommt dann die runterhängende Decke. Man sieht eigentlich schön, wie sie da die Kante. Also die Räume sind sehr hoch. Ich denke, die Höhe ist etwa dieselbe wie bei mir, ist etwa dieselbe. Die Wände müssen noch etwas trocknen, sieht man noch. Aber Raumhöhe, denke ich, sind gut 3 Meter. Gehen wir davon aus, die Decke kommt etwa auf 3 Meter oder 2,70 Meter ab Boden. Zuerst die Decke und Wände und dann die Fliesen. Nö, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, letztes Mal hat er gesagt, dass der Fliesenleger als nächstes kommt. Decke kam bei mir ganz am Schluss. Ist ja die runterhängende Decke. Ich denke, es wird hier auch so sein. Ja, genau, das war bei mir auch so. Und die Decke kam bei mir ganz zum Schluss, weil der Elektriker kommt ja dann noch und der muss ja oben dann die ganzen Kabel verbinden. Und die Stromkabel, ja. Ja, Küche sieht man jetzt auch. Ausschauen so. Abläufe da. Da ist dann das Wasser. Ah, das ist der. Okay, ja, das war letztes Mal noch nicht. Das ist der Ablauf für die Terrasse oben. Ich glaube Regenwasser. Bad bin ich auch gespannt dann, wenn der Klempner kommt. Ah da, ist mir gar nicht aufgefallen, das Podest da. Dragonheart, danke für das Abo. Das ist mir letztens gar nicht aufgefallen. Oder täuscht das wegen der Wand? Ja, das kann sein. Oh, das schaut jetzt schon ganz anders aus als letztes Mal. Aha, schön. Da gibt es wahrscheinlich ein Geländer.
Und da geht es dann rein in seine Zimmer. Das ist doch cool gemacht da mit dieser Ecke. Da die eine Fensterfront. Gästezimmer, schreibt Manfred. Ja, das Steckdosen hat er auch gut, da kommt der TV hin, so wie es ausschaut. Türrahmen sind auch schon drin. Da ist das Schlafzimmer mit eigenem kleinen Balkon. So. Ja, das ist nicht. Nimmt gerade eine ganz andere Form an mit dieser Ecke da. Da passt natürlich dann auch schön ein Schrank noch hin. Schön groß auch. Da oben ist das Klimagerät. Nehme ich mal an, Steckdose für die Klimaanlage. So. Ah! Ah ja, stimmt. Jetzt kommt noch ein bisschen Kosmetik. Auch hier. Die haben hier noch drumherum so einen Sockel gemacht. Schau, da gibt es noch so eine Art eine Kante da. Das war, glaube ich, auch noch nicht letztes Mal. Wenn wir nachher von draußen noch anschauen. Da auch. Genau. Da wäre jetzt halt noch interessant, da mal drum herum laufen, aber ich würde da jetzt nicht draufstehen, ich traue mich da irgendwie nicht. Ich glaube, das ist nur, wie sagt man, halt einfach, ja, Dekoration ein bisschen. Ich glaube, das war doch, da haben sie mit Steinen gemauert, da dieser Absatz. Da nicht betoniert hier. Aber bin ich sicher, ob man da jetzt draufstehen könnte. Also wenn jetzt irgendwie Fenster putzen möchtest oder so, dass du da von draußen putzen könntest. So, da die Terrasse. Ja, da der Ablauf, da habe ich schon letztens gefragt, ob es einen gibt. Da ist er. Ja, da gefällt mir gut mit diesem Absatz da. Da kommt dann wahrscheinlich das Geländer. Siehst auch keine Handwerker da, nichts, die sind schon alle abgezogen. Kommt der nächste Trupp dann wahrscheinlich bald. Sie da schon. Aha, interessant. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das für außen? So wie eine Kunststoffschiene noch drin. Kann das sein, dass das Kondenswasser oder das Wasser runterläuft? Sind das die endgültigen Türrahmen? Ja. Ich glaube ja. Ich bin aber nicht sicher, ob da noch eine Abdeckung drauf kommt, weil bei uns im Badezimmer haben sie dann wie Kunststoff draufgeschraubt. Weiß nicht, eine Kunststofftüre mit einem Kunststoffrahmen wegen der Feuchtigkeit. Da muss ich dann halt schauen, ob die so bleiben oder ob da nachher noch
was drauf kommt. Sieht nach einer Dehnfuge aus, das könnte sein. Das könnte sein, die sind überall. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Okay, schauen wir mal das Haus von außen an. Er schreibt, nein, bin ehrlich, habe echt Schlimmeres erwartet. Nein, das Haus ist nichts für Dicke mit den schmalen Türen. Ah ja, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sind die Türen hier schmaler als in Europa? Mal schon schauen gehen. Ich glaube, er hat das voreingenommen, um ehrlich zu sein. Aha, ja, wahrscheinlich hast du auch halt viel Negatives gehört, gell? Und dann halt etwas voreingenommen vielleicht, aber... Ja, aber er hat auch wirklich eine gute Baufirma. So, jetzt schauen wir aber noch schnell die Türen an. Sind die... Hä? Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass die anders sind als in Europa. Oh nein, ich bin ja 1,85. Da habe ich ja noch, ja, da hat es ja noch viel Luft. Also oben ist kein Problem. Und steht es in der Mitte, da habe ich Luft. Da habe ich noch viel Luft. Boah, kein Problem. Täuscht vielleicht. Ich kann mich erinnern, zu Beginn war hier noch alles. Da war doch noch alles. Ja, da war nur Erde, halt ein Acker. Ja. Also ein Acker, wo draufgeschüttet war ein bisschen. Aber jetzt, da kannst du schon bald. Da brauchst du schon bald wieder einen, der hier die Büsche zurückschneidet. Oh, jetzt sehe ich es. Oh, geil, ja. Da oben kommt ein bisschen Form ins Spiel, da hinten. Ja, also ich muss sagen, so rein optisch, oder ich meine, diese Kante hier, da, das ist ja rein nur optisch, damit es besser ausschaut und unten auch noch ein bisschen Sonnenschutz für den unteren Raum. Auch hier, da vorne, der Eingangsbereich, der Torbogen hier, breit gemauert, optisch halt. Es ist schön, wirklich schön. Hinten auch. Hinten da diese Ecke ist auch verbreitert. Und dann dort oben beim Badezimmer, da sieht man auch noch was. Mal schauen, wie das dann gestrichen wird. Es könnte noch sein, dass das eine andere Farbe sein wird. Aber dort sind auch so Plastiklamellen, glaube ich, drin. Wie bei der Türe. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. So, mal schnell diese Seite anschauen. Da auch, ja. Da der größere Pfeiler hier. Auch hier das Vordach. Du musst gerade überlegen, ich habe, gell Manfred, ihr lässt jetzt oben beim Dach oben, lässt ihr so eine Kante weg, die eigentlich auch noch dazugehören würde, wegen den Tauben. Also wenn ich mich richtig erinnere, gäbe es oben irgendwo noch eine Kante, auch noch so eine optische Kante, die schaut zwar mega gut aus, aber das Problem wird sein, dass dann halt die Tauben kommen und dort oben sich aufhalten, wie bei mir. Ich habe das Problem auch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Manfred oder seine Frau gesagt, sie lassen das weg. Das ist eine sehr gute Idee. Zipfel, vielen Dank für dein Tier 3 Abo. Sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Ah ja, Manni, da schreibt er ja. Okay, er ist
glaube, das ist wirklich eine gute Idee, das wegzulassen. Ah, okay, dort hinten ist der Wartungsschacht für die Abwasserleitungen. Ja. Schlau. Wie lange wird schon das Haus schon gebaut? 3 Monate circa, schätze ich jetzt mal, oder? Mai ging es, glaube ich, los. Mai, Juni, Juli. Ja, bald 4 Monate. Wobei, die haben ein paar Wochen, glaube 2 Wochen war niemand da. Ich glaube, jetzt sind bald 4 Monate. Ja, genau, da kommen die Wasserleitungen runter. Seit dem 7. Mai, Baubeginn 7. Mai. Okay. Baut man nicht mit Keller in Thailand? Nee, Thailand nie Keller, wegen dem Wasser, Grundwasser. Weil wir haben ja hier relativ viel Wasser, Monsun und so. Da ist das Bad, ein Fenster vom Bad. Da ist eben noch das, was wir vorher gesehen haben. Auf dem Bild vorne, wie das ausschauen soll, wenn es fertig ist. Für all die immer fragen, wer baut hier, das ist die Baufirma. Das ist die Baufirma hier. Wo sieht man? Ja, stimmt, man sieht dort rechts, sieht man noch so eine Kante. Oben rechts, irgendwo da, ich sehe es jetzt nicht bei mir, da oben rechts ist noch so eine Kante. Da, die lässt er weg. Weil da wären sonst die ganzen Tauben und Kacken alles voll. Okay, jetzt mal schnell fragen, wann der Fliesenleger kommt. Das wird dann, dass wir wissen, ob wir nächste Woche wiederkommen oder 2 Wochen warten werden. Was ist jetzt da? Hundi? Alles klar? Schnuppi, Schnuppi, riechst mein Hundi, gell? Ja, ja, ja. Oder die Katze? Ja. Schön Wasser da. Da liegt ein Feuerzeug. Ui, hält das mein Gewicht? Hundi kommt auch mit. Ja, muss keine Angst haben. Da ist ohne Kamera. Oder Strom. Ist das noch irgendeiner drin rumliegt? Nix. Ja, da schlafen die Arbeiter. Auch noch speziell, hä? Solange sie hier sind. So. Achtung, Hütte nur bis 100 Kilo zugelassen. Ja, das reicht ja gerade noch. Das reicht ja gerade noch. Weißt du, wann die Fliesenleger kommen? Nee, weiß noch nicht, aber weiß schon welche Gruppe, aber weiß nicht wann. Ja, ich sag dir nachher Bescheid. Ne? Okay. Wann kommt nächste Gruppe? Manfred hat mir auch gefragt. Ja. Hast du die Fliesen schon ausgesucht? Ja, alles schon. Fertig, okay. Ja. Schon bestellt, ne? Aber muss warten. Ja. Wenn die Leute kommen, dann Humpo. Ja, ja. Ja, dann sind die Sachen hier. Ja. Tschüss, ciao, ciao. Ja, das muss ich sagen, das war auch bei uns sehr entspannt mit der Baugenehmigung. Da geht schnell der Bauführer auf die Gemeinde, reicht die Papiere ein, weil die zeichnen ja auch das Haus.
die machen ja alles, also die Pläne, also der Architekt, und der kommt dann einfach zwei, drei Wochen später zu dir mit den Papieren und sagt, alles genehmigt, wir können loslegen, und du kriegst dann einen, also die Originalpapiere plus Kopien.